Bei der Wiesn ist es das Gericht schlechthin, das Hähnl. Wie du zu Hause auch ein zartes Hähnchen mit knuspriger Haut im Dampfbackofen zaubern kannst, zeige ich dir jetzt. Ich verwende ein Maishähnchen mit 1250 Gramm und bestreiche es mit 2 Esslöffel hocherhitzbarem Öl, 2 Teelöffel Paprikapulver edelsüß, 1 Teelöffel Currypulver, 1,5 Teelöffel Salz. Dazu serviere ich Gemüse mit hocherhitzbarem Olivenöl, Salz und Pfeffer, einer orangen und einer roten Paprika, ca. 500 Gramm festkochende Kartoffeln und 2 Schalotten. Ich habe das Gemüse nun gewaschen. Die Kartoffeln sind eher klein, deshalb muss man die gar nicht teilen, weil die werden eh eine Stunde im Ofen garen. Deshalb gebe ich sie als Ergänzer direkt auf das Universalblech. Bei den Paprika habe ich einen Trick für euch, wie ihr die Kerne gut wegbekommt. Einfach von oben auf den grünen Stängel drücken nach innen, dann werden die Kerne direkt durchgedrückt und dann halbieren. So, jetzt habe ich die Kerne alle an einem Stück und dann einfach halbieren. Et voilà, ich habe die Kerne schön separat. Da ich das Gemüse gleichzeitig mit dem Hähnchen garen werde, für in etwa eine Stunde, werde ich eher große Stücke machen, damit es nicht zu klein wird und verbrennt. Ich schneide den Paprika in ca. 3x3 cm große Stücke. Und gebe das Ganze aufs Blech. Die Schalotten schneide ich auch nur grob, damit sie nicht verkochen. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich auch jegliches andere Gemüse hinzutun. Bedenke einfach bei der Größe, wie du die Dinge schneidest, dass es eher größer sein sollte, weil das Ganze ja eine Stunde mit dem Hähnchen mitgegart wird. Ich gebe nun etwas hocherhitzbares Olivenöl über das Gemüse und salze und pfeffere es etwas. Ich gebe die Gewürze und das Salz zum Öl und vermische es. Ich bestreiche das Hähnchen nun mit dem Öl und den Gewürzen sowie Salz. Am besten ist, du kaufst ein küchenfertiges Hähnchen, da musst du nicht mehr viel machen. Wichtig ist, dass die beiden Keulen zusammengebunden werden, damit es nicht auseinander geht. Überall das Hähnchen schön mit dem Öl und den Gewürzen und Salz bestreichen. Das gibt dem Ganzen Geschmack. Ein Tipp von mir für die Hygiene beim Arbeiten mit Hähnchen ist, es nicht zu waschen, damit sollten Bakterien auf dem Hähnchen sein, diese nicht in deiner Küche verteilt werden. Lediglich das Hähnchen direkt abtupfen, wenn man möchte, oder einfach bestreichen mit den Gewürzen, mit dem Öl. Und danach, wenn das Hähnchen im Ofen ist, die Hände gut waschen und den Teller oder die Unterlagen, mit denen das Hähnchen in Berührung kam, einfach auch direkt reinigen. Das macht man deshalb, weil die Bakterien bei der hohen Hitze im Ofen so oder so abgetötet werden. Das Gemüse gebe ich auf die unterste Ebene des Dampfbackofens, damit sollte was heruntertropfen, es direkt aufgefangen wird. Das Hähnchen kommt auf die mittlere Ebene auf einen Rost. Wichtig ist dabei, dass die Brustseite nach oben zeigt und die Keulen nach vorne. Du gehst auf Automatikprogramme, wählst Fleisch, Geflügel, Hähnchen, Gans. Du kannst das Gewicht zwischen 1200 und 1900 Gramm einstellen. Ich wähle 1250 Gramm und bekomme genau die richtige Zeit. Das Universalblech ist auf Ebene 1 bereits im Ofen. Das Hähnchen auf dem Rost in Ebene 2 ist auch schon drinnen. Lass mir noch kurz die Garschritte anzeigen. Der Dampfbackofen kombiniert hier im ersten Schritt Heißluft plus 200 Grad, 15 Minuten bei 30% Feuchtigkeit. Dann ändert er die Temperatur auf 150 Grad, erhöht die Feuchtigkeit auf 55% und gart das Hähnchen 26 Minuten. Und im letzten Schritt nimmt er den Grill auf Stufe 3, das ist die stärkste Stufe, für 15 Minuten, damit ihr eine schöne, knusprige Kruste bekommt. Ich bestätige, sage sofort starten und los geht's! Das Hähnchen hat nun eine ganz knusprige Haut bekommen und ist innen ganz saftig. Ich gebe noch das Gemüse dazu und kann es dann servieren.
Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like da und abonniere den Kanal für weitere Videos.